Wir sitzen hier mit Dr. Martin Fiebig von der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen. Und ich denke, wir unterhalten uns ein bisschen über die Strahlenschutzkommission, die Zukunft von Qualitätsmanagementsystemen. Wie beurteilst du die Entwicklung, die zurzeit in Europa stattfindet? Ja, wir haben ja aufgrund der europäischen Basic Safety Standards, die veröffentlicht worden sind, Vorgaben, die bis zum Jahre 2018 umzusetzen sind. Das sind unter anderem gefordert einmal ein Qualitätsmanagement und auch ein Meldesystem. Das sind zwei Dinge, die meiner Meinung nach ganz stark in das Dosismanagement integriert werden. Die Dosis ist ein wesentlicher Bestandteil auch bei radiologischen Untersuchungen, die auch bewertet werden muss. Und da muss die IT natürlich auch Unterstützung leisten, dass man also schnell sehen kann, mit welchen Dosiswerten man arbeitet und auch sehen kann, ob irgendwo Bedarf ist, irgendwelche Handlungsweisen zu verändern. Das bedeutet aber auch, dass der Hersteller von Modalitäten mitziehen muss, um diese Informationen hier weiterzugeben. Ja, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, wenn man jetzt ein Dosismanagement einführen möchte. Dann ist es natürlich essentiell, dass man auch die Daten, die Dosisdaten vorliegen hat. Das ist meiner Meinung nach bei den meisten Systemen ja schon gegeben, also überall da, wo wir mit Flachdetektoren oder CT arbeiten, ist das überhaupt bei interventionellen Anlagen ist überhaupt kein Problem. Da hat man alle Daten, die man benötigt, um etwas zu machen. Das einzige Problem sind die Speicherfoliensysteme. Da muss man entweder vorsehen, dass man da noch weitere Maßnahmen ergreift, um die Daten auch zu erhalten. Auf der anderen Seite geht der Trend ja auch dahin, dass man auch die Speicherfoliensysteme durch Flachdetektoren ablöst. Ich denke, in 10, 15 Jahren wird der Trend angeschlossen sein, wenn wir nur noch mit Flachdetektoren arbeiten und dann alle Dosisdaten an den Trend vornehmen. Wenn du Dosisdaten sagst, welche Dosisdaten hätte die Strahlenschutzkommission gerne? Effektive Dosis? In Deutschland haben wir uns auf was geeinigt, was ich auch für sehr sinnvoll halte, nämlich das Dosisflächenprodukt zu nehmen bei allen Projektionstechniken. Ja. Und bei der Computertomographie verwenden wir das DNB und auch behelfsweise CDDI-Roll. Ja. Das sind eigentlich die Größen, mit denen wir arbeiten werden und wollen. Das ist also das, was zurzeit auch noch die nächsten 10 Jahre sicherlich so bleiben wird. Es könnte später mal noch das SSDE mit dazu kommen, aber das ist im Augenblick noch nicht abgeschlossen. Das wird wahrscheinlich erst dann kommen, wenn die entsprechende Normung abgeschlossen ist. Es gibt gerade ein Projekt bei der IEC, in dem der SSDE auch nochmal normiert wird. Das heißt, dann könnte es auch durchaus wieder verpflichtend werden, für die Hersteller zu übernehmen. Aber das wird noch ein paar Jährchen dauern, bis das soweit ist. Du sagtest, Meldesystem wäre erforderlich bei Warnungen für Überschreitungen des Grenzwertes. Wäre das für einen verantwortlichen Arzt nicht störend, wenn er alle 5 Minuten eine Anmeldung bekäme mit einer Überschreitung von 2-3%, die ja durchaus legitim ist? Ja, das macht gar keinen Sinn. Also das Meldesystem ist ja nur dann dafür vorgesehen, dass wirklich bedeutsame Ereignisse aufgetreten sind, also bedeutsame Dosisüberschreitungen. Die Ideen, wie wir das in Deutschland umsetzen, sind ja zweierlei. Erstmal gibt es Grenzwerte, die deutlich oberhalb der diagnostischen Grenzwerte liegen werden, bei denen man prüfen muss, ob die Dosis, die dort verwendet worden ist, gerechtfertigt ist. Es könnten immer sehr kräftige Patienten sein, da kann es durchaus sein, dass solche hohen Dosiswerte dann auch notwendig sind. Das muss dann aber wirklich, wie gesagt, einzeln geprüft werden, aber da kommt man relativ selten hin. Und es gibt noch eine andere Maßgabe, dass man, wenn man dauerhaft die diagnostischen Referenzwerte überschreitet, dass dann das auch gemeldet werden muss. Ja. Das ist also eine kleinere Größenüberschreitung bei einer größeren Anzahl von Fällen. Und das muss auch dann abgebildet werden. Da wird also die Vorgabe so sein, dass man einen Mittelwert aus den letzten 50, 20 Fällen oder sowas nehmen wird. Und dann feststellt man deutlich oberhalb der diagnostischen Referenzwerte. Gibt es was Spezielles bezüglich Pädiatrie? Wird es da noch etwas? Ja, in der Pädiatrie haben wir einzelne oder eigene diagnostische Grenzwerte und eigene Grenzwerte dann auch für das Meldesystem. Und beim Meldesystem ist auch mal vielleicht ganz wichtig, dass es nur die Fälle, die müssen abgearbeitet werden, das muss auch dokumentiert werden und es muss gemeldet werden, und das muss auch für Strahlenschutz, wenn solche Fälle aufgetreten sind. Also benötigt ein Krankenhaus nicht nur ein Qualitätsmanagementsystem, sondern auch ein Team, der sich um dieses System rund um die Uhr kümmert.
Genau, also es muss letztendlich so sein, weil Qualitätsmanagement heißt auch immer, dass jemand das macht. Der Teil dieses aus dem Qualitätsmanagement, aus dem Dosismanagement, das ist natürlich auch erforderlich, dass man reaktionsreicht, dass man auch eingreift, wenn wirklich Bedarf besteht, dass wenn ungerechtfertigte Dosisüberschreitungen da sind. Oder auch, das ist natürlich auch nochmal was, ist die Dosisoptimierung ist ja vorgeschrieben, auch in den European Basic Safety Standards. Dafür muss man auch Unterstützung bekommen und ja, modalitätenbezogen, untersuchungsbezogen sehen, was man macht. Dankeschön. Ja, ich danke.